So, da sind wir bei Resident Evil Revelations 2. Wir schauen uns die erste Bonus-Episode für Moira an, die Prüfung. Gefallen getan. Wenn gestorben wärst, als hattest Chance, Kroschka. Toll. Wo gehen Sie hin? Wenn du laufen kannst, geh! Ärger kommt selten allein. Klar. Zu Befehl, Rasputin! Ich werde mich verpissen. Aber ich ging nicht. Ich konnte nicht. Wo sollte ich denn hin? Also kamen wir zu einer Übereinkunft. Er würde es mit mir aushalten, solange ich meinen Teil beitrage. Und das war der beschissene Anfang von 6 langen Monaten. Ganz genau. Wir schauen uns also an, was in diesen 6 Monaten passiert ist, während Barry auch auf der Insel war, aber die beiden sich irgendwie nie wirklich getroffen haben, als Claire schon über alle Berge war und wir gedacht haben, dass Moira eigentlich tot ist. Falsch! Es sind jetzt 8 Wochen, seit ich von Claire getrennt wurde. Der alte Mann hat mich aus der Ruine gezogen und mich aufgepäppelt. Und der Armreif? Meiner hat nie die Farbe gewechselt. Und ich habe mich nie in eines dieser Dinger verwandelt. Ich Glückspilz, was? Sobald ich wieder auf den Beinen war, sollte ich dem Alten beim Jagen helfen. Kurz gesagt, ich muss mein Essen selbst töten. Hausordnung. Kannst du mit Pistole? Kann ich was mit Pistole? Mehr oder weniger. Gut, du sammelst selbst Munition. Hast keine mehr, nicht mein Problem. Ich verstehe schon. Ich werde keine Last sein. Rationenanzeige. In dieser Episode brauchen Sie Rationen, um einen Abschnitt noch einmal zu versuchen. Rationen erhalten Sie, indem Sie Tiere erjagen. Wenn Sie nicht genug Rationen haben, um einen Abschnitt neu zu starten, wird das Spiel Game Over. Ihre Speicherdaten für diese Episode werden dann gelöscht, okay? Das ist nicht ein bisschen endgültig. Der Tag ist vorbei. Du gehst zu Sägemühleneingang tief in Wald. Das große Tor. Ich kenne es. Das heißt also nicht verkacken. Halt. Ist sehr wichtig, dass du ankommst, bist du eine Ration? Sonne untergeht. Sonst Monster haben Kroschka zum Abendbrot. Lecker, lecker, lecker. Ha, danke, dass Sie mir den Appetit verderben. Oh, okay. 12 Minuten Zeit. Schulden sind schön, wenn zurückgezahlt. Ja, ist ja gut. Ich laufe ja schon. Ja. Gehen wir jagen. Wir brauchen also Rationen. Das ist doch was. Ich weiß doch nicht, warum ich einen Hasen mit einer Mac-10 jagen gehe, aber hey. Was, wenn plötzlich die Hasenarmee auftaucht? Da braucht man schon mal eine Mac-10. Scheiße, ich hasse Pistolen. Okay, hier war zwar ein Hase, aber der ist irgendwie nicht mehr so wirklich da. Brecheisen hat sie auch noch dabei. Rennt der mir eigentlich jetzt die komplette Zeit hinterher und mockt mich? Diese Insekten essen, wenn du Insekten gut durchkochst. Ich glaube, yummy. Das ist eine super Idee, die ich nicht ausprobieren werde. Dann suche Essen, du magst. Ich bin dabei, Alter. Ich headshot ein paar Hasen und alles wird gut. Oder auch nicht. Jawohl. Haben wir noch einen? Brauchen wir die wirklich oder wirklich nur, wenn wir neu starten? Das ist irgendwie noch nicht so ganz in meinen Kopf gegangen. Sind es Credits, die ich benutzen kann, wenn ich es verkacke? Meine Aufgabe laut dem alten Kerl ist ja, dass ich irgendwie innerhalb von 12 Minuten, bis es dunkel wird, dann wahrscheinlich. The fuck, habe ich es nicht mitgenommen? Bis es dunkel wird, dann wahrscheinlich, an eine bestimmte Stelle zu kommen. Habe ich nicht 2 Hasen erschossen? Naja, gut. Ich gehe da mal weiter. Schauen wir mal, ob ihr noch irgendwas findet. Ist irgendwie komplett anders als die Story von
Claire oder Barry jetzt zum Beispiel, denn hier geht es in erster Linie jetzt, zumindest bisher. Oh, ist er down gegangen? Jawohl, da ist Hasenfleisch. Ah, okay. Es bleibt dann einfach nur ein Sack da oben und einmal Hase heißt nicht wirklich eine Ration, sondern der Sack muss gefüllt werden. Ach du heilige Scheiße, okay. Wie viel Hasenhirn willst du eigentlich essen? Okay, da vorne scheint es weiter zu gehen. Und ich kenne doch den Wald. Das ist doch der Wald, wo Barry und Natalia durchgegangen sind. An der Ecke waren wir schon in der Hauptstory. Grünes Kraut. Oh, shit. What? Oh, Gott, okay. Fucker. Geißelspinnenfleisch. Weiß auch nicht, wie lecker das ist, aber... Sind die lecker oder nicht so? Wollen sie sich erst beschweren? Okay, die kann ich nicht essen. Also kann ich nicht alles mampfen. Aber bei denen hätte ich mir auch zweimal überlegt, ob ich sie dann wirklich esse. Wie hat Claire nochmal ihre Waffe gehalten? Nicht gegen ihren eigenen Kopf. Das ist die allererste Regel. Und alles andere kommt dann. Glaub mir. Sieh es als Verlängerung deines Arms. Oder wie auch immer. Schieß sie nicht in den Fuß. Das ist eigentlich mal das Wichtigste. Kann ich ratten? Oh shit, da ist er gerade ins Loch gegangen oder wo auch immer er hin ist. Notiz eines Geflohenen. Habe ich das schon mal gelesen in der Hauptstory? Hm. Ich glaube ja. Ich glaube, es sind die gleichen Notizen, die auch in der Hauptstory schon da lagen. Lass mal die Ammo mitnehmen. Verbandmittel und jetzt raus hier. Wir müssen da links vorbei. Sind also dieselben Areale wie in der Hauptstory auch schon. Das ist schon mal nicht so ganz schlecht, denn dann weiß ich zumindest einigermaßen, wo zur Hölle ich eigentlich hin muss. Was war das denn? Oh shit! Schweinehunde! Schweinhund, bleib liegen! Okay, ab dafür. Ich habe noch nicht so wirklich im Gefühl, ob ich gut in der Zeit lieg oder ist es shitty noch 8 Minuten zu haben oder wie weit ist es denn noch? Oh shit! Doch, ich kann Ratten essen! Hm, das wird eindeutig der beste Rattenburger, den ich mir je zubereitet habe. Können wir das, ja? Genau. Ich muss nur eben ein gutes Mädchenkleid anheben, damit es sauber bleibt. Vergesst den Knicks nicht. Geh zu Tor. Okay. Oh, shit. Nicht dich, Mann, den Hasen. Du bist nicht so flauschig und hast auch keinen Bommelschwanz, glaube ich. Hast du? Zeig ihn nicht. Lass ihn drin. Völlig egal. Und wenn er gedreht ist wie ein Schweineschwanz. Das sind Infos, die ich nicht haben will und nicht brauche. Echt jetzt? Sag doch sowas nicht. Komm schon. Wow, okay. Da freut sich jemand, mich zu sehen. Kann ich es ja dann auch wirklich mit dem Brecheisen finishen, so wie in der Hauptstory? Das wäre natürlich awesome. Da hätten wir nämlich eine schöne Kombination. Verdammte Scheiße. Zumindest kann ich sie kicken. Jawohl. Oh, und ich kann ihm die Brechstange in die Eier rammen. Ist nicht so nett, aber hilfreich. Okay, was soll ich denn hier genau jagen? Außer Ratten. Oh, okay. Das mit Geißelspinnenfleisch. Hey, das klingt ja schon, wie wenn ich kotzen würde danach. Das klingt schon wie ein extrem großer Schwall an Kotze, der da hochkommt danach. Geh einfach, komm schon. Oh fuck. Oh, wo ist eigentlich die Shotgun? Ah, schon down. Ich hab doch gerade erst angefangen. Die hatte ich irgendwie heftiger in Erinnerung. Ja, okay.
Du kannst leben. Glück für dich. Aber erzähl deiner Familie, was du gesehen hast. Oh, shit! Was zur Hölle? Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Fucking Schlange? Ernsthaft? Ich habe das Shotgun erschossen. Okay. Ist ein bisschen Overkill, aber... Jetzt ist er garantiert tot. Und hat sich... Komm schon. Und hat sich direkt in neue Schuhe verwandelt. Komm hier einfach hier ins Haus gerannt. Die Gegner kommen halt auch an weirden Stellen hier. So, das nehme ich mir mit. Und dann ver... Halt. Da sind noch Kisten. Die sehen ein bisschen so aus, als wenn sie die Macht meines Crowbars spüren wollen. Ist jetzt okay? Keine Ahnung, ich gehe mal weiter. Ich gehe mal weiter, wie gesagt. Also es ist ja noch nicht alles hier. Wir haben, was wir brauchen. Können wir Feierabend machen? Okay, das sollte genug Essen sein. Gott sei Dank. Ich muss mich hinlegen. Hinlegen? Wir sind fertig. Also hilfst du, schneiden Fleisch. Wow, Leerheit. Wir haben Schaffeln ist da oben. Was machst du eigentlich? Komm her, Alter. Ich dachte, das war's. Ich könnte es keine Minute mehr aushalten, von so einem Besserwisser herumkommandiert zu werden. Warum suchten wir keinen Weg von der Insel? Njet, sagte er. Kein Zweck. Schau Realität ins Auge. Sein Haus, seine Regeln. Aber ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Noch nicht. Ich dachte nur noch an eins. In Wirklichkeit dachte ich nur noch an meinen Dad. Jene Nacht träumte ich von Barrys Sterbebett. Er sah echt traurig aus. Niemand war bei ihm. Niemand zum Nörgeln. Er hatte kein Feuer mehr. Als ich aufwachte, merkte ich, dass ich geweint hatte. Und wie sie schon sagt, sein Haus, seine Regeln. Also Zähne zusammenbeißen und weiter Schnitzel schneiden. Dann kam der Tag, als ich echt Scheiße baute. Ich musste dem Alten versprechen, nachts nicht rauszugehen. Aber am Tag jagten wir nur. Ich wollte nur einen Weg nach Hause finden. Aber ich habe diese Freaks genau zu unserer Haustür geführt. Oh. Und dann ging die Scheiße richtig den Bach runter. Wunderbar gemacht, Moira. Ach du heilige Scheiße, was ist das denn? Ist ja gut. Helfen Sie mir doch. So ein bisschen vielleicht. Kannst ihm zumindest ein Bein stellen oder dich über ihn lustig machen, um seinen Kampfwillen zu schwächen oder was auch immer. Dreht ihm in die Eier. Das reicht mir schon. Okay, schalten Sie alle Gegner aus. Noch 17 Stück verbleibend. Also eher hier ein Hordenmodus, den wir haben. Oh Gott. Nur einer von denen durchkommt. Hey, ja, hör auf zu nörgeln, Alter. Hast du Angst, dass er in deinem Sesselchen sitzt oder aus deinem Becherchen trinkt oder was ist los bei dir? Okay. Oh Gott. Die stehen auf ihre Sprungattacken. Finde ich auch wirklich eine nette Abwechslung, dass es jetzt hier in Hordenmodus ist. Und davor ging es auf Zeit, also Mischmasch aus verschiedenen Dingen. Nicht nur wirklich ein straighter Story-Modus, den wir die komplette Zeit durchgehen. Shit. Solange ich die Explosivflaschen noch habe, kann ich sie auch erstmal benutzen. Oh Gott. Nachladen wäre awesome. Mach ich nicht. Mir welche abzugeben? Sie haben genug. Ich mache dies schon lange Zeit. Mehr Erfahrung, mehr Kuhmist. Mehr Kuhmist, meinen Sie? Mehr Kuhmist, what? Das macht nicht mal Sinn. Aber es klingt ein bisschen so. Ist schon okay, Mara. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also hier geht's nicht weiter. Es ist dann doch ein kleineres Areal, das ich gedacht habe. Es ist nicht der komplette Kanalbereich hier, wo wir mit Barry und Natalia waren. Sondern nur die Ecke da vorne. Ja, sorry, Alter. War gerade der Cursor am Blinken. Jetzt musst du halt ein bisschen selber helfen. Weil mehr Erfahrung, mehr Bisse im Nacken. Kann das vielleicht sein, dass die Regel so geht? Das hat mir ein alter, weiser Mann gesagt. Oh, shit. Den habe ich nicht kommen sehen. Aber volle Kanne nicht. Hi.
Ich sollte mal ganz kurz schauen, dass ich die hier kombiniere. Oh, komm schon, Mann. Alles meins. Kannst nichts mehr am Kraut haben, sorry. Das sind die Regeln. Das sind die Regeln. Bei denen habe ich eine Story auch erst viel zu spät gemerkt, dass es wirklich nur ein paar Kugeln braucht, um sie auszuschalten. Da habe ich mir einiges an Kraut versaut an denen. Boah, wir haben Stamm-Miss, Mann. Schau es dir an. Lauf, Mann. Lauf, Alter, lauf. Der hat dich fast. Ich könnte den ganzen Tag hier stehen, einfach nur zuschauen, wie der Alte gegen die Wand läuft. Die Luft verprügelt. Ich weiß nicht, wie groß der Hass gegenüber der Luft ist, aber er scheint gewaltig zu sein. Ich hab's noch gemerkt. Gehen sie down. Wunderbar, das waren auch die letzten zwei. Zufrieden? Bin ich jetzt sicher? Jetzt, es kommen noch mehr. Wir müssen bewegen, während Chance haben. Okay. Gut. Dann hopp. Ab dafür. Wo genau? Ich habe weiter hinten Waffe versteckt. Riskant, aber wir müssen sie holen. In dieser müssen wir Gasse das? Werden wir nicht lange durchhalten. Richtig. Also schnell rein, schnell raus. Pro-Tipp, nicht treffen lassen. 5 Minuten. Okay, sammeln Sie die Waffe rechtzeitig ein. So, hier sind Sie wieder am Hetzen. Gut, dann machen wir das doch einfach mal. Komplett am anderen Ende, sagst du? Ich meine, es ist nicht... Goddammit. Es ist nicht so weit, aber... Je nachdem, wer oder was uns da gegenübersteht, werden wir da entlang gehen, könnte das schon nervtötend werden. Müssen wir merken, dass es da nicht weitergeht. Hallo. Sorry. Danke. Ich lasse den einfach mal links liegen. Ganz ehrlich, ich habe nicht wirklich was davon, den umzubringen. Außerdem muss ich ihn gerade nicht killen. Ich spare mir lieber die Ammo. Wenn der Alte so geizig ist, muss ich jetzt eben auch geizig sein, was die Gegner angeht. Oh, shit! Ach, du heilige Scheiße. Okay, nicht gut. Jetzt mal Verbandszeug benutzen, da ich hier nicht großartig viel Energie verliere. Voll in die Arme gerannt. Ach du heilige Scheiße. Oh Gott, Schlangen. Plötzlich werfen sie mir Schlangen entgegen. Schon nice. So, halt mal. Oh Gott. Gut, das ist die falsche Wade, die ich gerade in die Hand genommen habe. Jetzt brauche ich es auch nicht. Jetzt kann ich auch die einfach benutzen. Oh, komm schon. Nicht dein Ernst. Sieht zwar lecker aus, aber... Wenn ich das bei jedem machen würde, der lecker aussehen würde, dann hätte ich wenige Freunde. Wer noch eine Schlange am Ei hängen hatte. Kannst du mal aus dem Weg gehen? Komm schon! Ja, sorry. Der Alte steht halt voll im Weg. Wie erfahren kannst du sein, wenn du mir so einen Schuss rennst? Ach, komm schon. Und dann bin ich noch zu spät. Weißt du was? Lass mal. Lass mal heimgehen. Lass mal heimgehen. Wir haben Hasen dabei. Köstlichen Hasen. Nicht nur irgendeinen Hasen. Köstlichen Hasen, Digga. Ach, shit. Willst du vielleicht auch noch so deinen Senf dazugeben, beziehungsweise dein Blei? Nein, nicht mal ein Teil davon. Gut, dann mache ich das. Bleibst du liegen? Der bleibt liegen, okay. Holy shit, sind das viele. Au, komm schon. Noch mehr davon. Na gut. Jetzt ist ein Teil davon mal. Wow. Holy shit. Du hast eine Portal Gun? Weniger reden, mehr aufpassen. Noch 30 verbleibend. Okay, überleben Sie und schalten Sie alle Gegner aus. Alle. Dann mache ich doch hier einfach mal 2 mit einem Schlag. Jawoll.
Der hat auch gleich down gegangen. Wunderschön. Sowas will ich sehen. Teamwork, Mann, ja? Du musst nicht unbedingt gegen mich arbeiten. Oh, komm schon. Ja, Mann. Rattenfleisch. Erschlagen, nicht erschossen. Das macht bestimmt einen Unterschied vom Geschmack. Au. Ganz vergessen, ich habe ja gar nicht mehr die Taschenlampe dabei, die liegt ja da oben. Au, fuck, komm schon. Okay, der rennt erstmal auf den Alten zu, das ist in Ordnung. Du bist down. Ey, was kannst du eigentlich? Außer mich von der Seite zulabern. Es aussieht, nicht mal einen Gegner allein um die Ecke bringen, aber okay. Das merke ich mir. Okay, aus welcher Richtung kommt ihr? Da rennt noch einer rum. Oh, so einer ist das. Ja, ist ja gut. Ah, dammit. Jetzt muss ich ihn halt leider mit Schüssen töten. Oh, okay. What? Du Fucker. Ist der auch so nervig wie im Hauptspiel, oder? Ah, nee. Die Gegner scheinen alle nicht so ganz heftig zu sein wie im Story-Modus. Zumindest kommt es mir so vor. Das mit Nein, Mann. Finger weg von mir. Was ist eigentlich bei dir los? Kommt einfach angesprungen. Jetzt hätte ich ihn eingeladen. Davon wüsste ich, Alter. Weiß ja nicht. Kann ich ihn vielleicht in die Richtung locken? Ein bisschen zumindest. Komm her. Komm her. Jawohl, das machst du gut. Und zack. Holy shit, hier riecht's nach brennendem Rentner. Das heißt übersetzt nicht, wahrscheinlich nicht so angenehm. Nach Rosinen und Medikamenten oder wie auch immer. Na, dann sollte er besser zum Mitnehmen bestellen. 16 Stück noch und hier gibt's einen Safe-Punkt. Und Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Beim nächsten Mal schauen wir uns die zweite Hälfte hier von der Hordenmission an. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es hier noch weitergeht und was wir noch erfahren, was in den 6 Monaten passiert ist, als Moira hier alleine auf der Insel war. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Bis dahin, haut rein!